Hallo Inga, ich möchte dir gern auf diesem Wege deine Frage beantworten. Das ist mein erstes Video, das ich online stelle. Deswegen nimm es mir nicht krumm, wenn die Schrift vielleicht noch ein bisschen verkrakelt aussieht oder wenn die Audiospuren auch nicht perfekt sind. Ich möchte einfach auf die Art und Weise was ausprobieren und hoffe, dass du davon profitieren kannst. Deine Frage bezog sich auf das Parameterintegral, was wir hier im Bildschirm sehen. Wir sehen, das ist das Besondere an dem Parameterintegral, dass hier unten und hier oben Grenzen existieren, die von x abhängig sind und der Wert x innerhalb des Integrals ebenfalls vorhanden ist. In diesem Fall in Kombination mit einem t. Wenn wir jetzt versuchen, dieses Integral zu bilden, dann scheitern wir daran und werden das Integral nicht lösen können. Allerdings können wir trotzdem f' von x berechnen. Und das funktioniert mit einer einfachen Formel aus dem Tafelwerk. Schauen wir uns das an. Was sagt uns das Tafelwerk zu diesem Thema? Im Merziger auf der Seite 96 findest du alle weiteren Informationen dazu und kannst das Ganze noch einmal nachlesen. Dort steht geschrieben, dass wann immer man eine Funktion f von x in dieser Form hat, man die Ableitung f' von x mit dieser Formel bilden kann. Das hast du sicherlich bereits gefunden, weil aus deiner Musterlösung, aus deiner Lösung vermute ich heraus, dass du diese Formel bereits angewandt hast. Jetzt wollen wir das nochmal gemeinsam machen und auf die Suche gehen nach möglichen Schritten, die wir noch ergänzen können. So, dazu schauen wir uns diese Aufgabe einmal ganz konkret an. Wir haben also gegeben, dass f von x ganz konkret in dieser Form hier oben und wollen jetzt die Ableitung dieses f von x bestimmen. Und dazu sollten wir zunächst erst einmal aufschreiben, was u und was v eigentlich ist. Das u von x ist die untere Grenze hier. Das ist die 1. Das u' von x ist entsprechend 0. Die Ableitung ist 0. Das v von x, das ist das x². Das v' von x entsprechend 2x. Wenn wir jetzt f' ausrechnen wollen, dann machen wir das einfach mal ganz streng nach Formel. Wir berechnen. Na, da könnten wir so Sachen, das f von x und u noch mal ganz konkret rausschreiben. Das f von x und u, wie sieht das aus? Na, hier heißt es f von x und t. Wir nehmen f von x und t. Das f von x und t, das ist genau der Term hier oben. Na, den wollen wir einmal rausschreiben und dann sehen wir, das ist ln xt geteilt durch 1 plus t. So, das heißt, f von x und u heißt, ich setze an die Stelle vom t das u ein und multipliziere mit der Ableitung. Das heißt, ich bekomme heraus ln von x mal 1 geteilt durch 1 plus 1 mal die Ableitung, na, das ist 0. Nicht vergessen, das Minus davor zu setzen, das gehört auf jeden Fall noch mit rein. So, jetzt geht's weiter. Plus, wir nehmen als nächstes die Funktion f und setzen die obere Grenze, das v, ein. Also habe ich hier dastehen, ln von x mal x² geteilt durch 1 plus x². Multiplizieren das mit der inneren Ableitung, dem v'. Das haben wir hier unten ja bereits rausbekommen. Und schließlich addieren wir noch das abgeleitete Integral von u nach v, also von 1 bis x². Und jetzt dürfen wir die partielle Ableitung des Inneren nach x bilden. So, was ist das? Das ist hier im Zähler 1 durch xt mal t. Das war die innere Ableitung.
Und dieses 1 plus t ist einfach nur ein konstanter Vorfaktor. So, naja, wunderbar. Das t hier, das und das, na, treffe ich's. Dieses t und dieses t, die verschwinden. Die kürzen sich einfach raus. Plopp. Übrig bleibt, plopp, ein 1 durch x. Und das Schöne ist, dass ich dieses Integral hier unten sofort bilden kann. Dazu rechne ich nach dt integriert die Stammfunktion ln, na, mit einem 1 durch x davor, ln von 1 plus t von 1 bis x². Das Ganze setze ich ein und erfahre, da kommt raus 1 durch x mal ln von 1 plus x² minus 1 durch x mal ln 2. So, das kann ich auch wieder zusammenpacken und zusammenschreiben zu 1 durch x mal ln von 1 plus x² halbe. Wunderbar. Und damit habe ich mein Integral fertig gebildet. So, jetzt probieren wir mal was aus und schieben dieses Integral hier oben hin. Plopp, zip. Das Integral ist ja jetzt mittlerweile out. Ja. Müsste man jetzt rausschneiden, mache ich jetzt nicht, ist ja bloß ein Experiment. So. Dieses Integral. So. Wunderbar. Schieben wir weg. Ich erhalte plus dieses Integral hier hinten dran. Und jetzt wollen wir den ganzen Spaß vereinfachen. Und dazu rechnen wir das f' neu aus. Flop, das kommt hier hoch. Und ich erhalte f' von x ist gleich. Der vordere Teil fällt weg. Das ist kein Problem. Der fällt einfach weg wegen dem mal 0. Hier erhalte ich 2x mal ln von x hoch 3 durch 1 plus x. Und voilà, da hinten steht 1 durch x mal ln von 1 plus x² halbe. So, und jetzt noch zu deiner abschließenden Frage. Wie gehen wir jetzt vor, dass hier diese komische 6 entsteht? Na, das ist ganz einfach. Das ist ein Logarithmengesetz. Na, Moment. Diese 3, die können wir nehmen und wir wissen ja, dass diese 3 sich als Faktor hier davor stellt und dass ich demzufolge die einfach rausziehen kann. Die 3 und diese 2, die verschwinden und summieren sich bzw. bilden als Produkt die 6. So, in dem Sinne ist das hier deine Lösung. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir ein Like und schreib uns vielleicht eine kleine Bewertung. Und vielleicht gibt es mal wieder dem nächsten Video. Das ist nicht immer leicht machbar, kommt immer auf die Zeit drauf an. Aber wenn wir die Zeit dafür haben, dann schenke ich euch gerne nochmal ein Video. In dem Sinne, besten Dank und bis zum nächsten Mal.